häusliche Gewalt. Frau Bundesrätin, man sieht es hinten dran. Sie haben heute einen Vortrag im BZB. Sie waren natürlich Justizministerin, einmal vom Kanton St. Gallen. Sie haben dort vor 20 Jahren schon das Gesetz eingeführt, Wegweisung eben aus der häuslichen Wohngemeinschaft, wenn so Gewalt passiert. Ist das jetzt irgendwie eine Weiterführung oder um was geht es da genau? Ja, es geht darum, dass es eine Aktion gibt, national, international, 16 Tage, wo man daran erinnert, dass es Gewalt gibt in Familien und Partnerschaften. Und das ist ein gutes Projekt, das soll sensibilisieren mit Ausstellungen in der ganzen Schweiz. Und ich habe jetzt einfach so stellvertretend für alle den Ort hier in Buchs gewählt. Und natürlich ist das auch eine Weiterführung von den Anstrengungen, die man vor 20 Jahren schon gemacht hat. Es ist also ja eine riesige Geschichte, schon lange existiert die. Wie kann man denn Frauen mobilisieren oder auch ermutigen, dass sie eben auch Anzeige machen und nicht Angst haben vor den Justizbehörden und den vielen Schritten, die sie durchschreiten müssen? Ja, auch da sind wir dran. Ich habe gerade diese Woche Dialog zur sexuellen Gewalt lanciert mit allen Akteuren von Bund und Kanton. Weil die Kantone sind ja da sehr stark drin in der Strafverfolgung, mit der Polizei, mit der Opferhilfe und Beratungsstellen. Und dort ist es eben wichtig, dass man nicht nur Strafrecht hat, das jetzt revidiert wird, sondern dass man eben auch sich überlegt, wie kann man die Opfer besser begleiten, um eben genau ermutigen, dass sie Anzeige machen. Eine letzte Frage. Sie sind jetzt statt Brüssel da. Sie hätten fast auf Brüssel müssen. Jetzt sind Sie zu Buchs, das passt eigentlich zusammen, B zu B. Aber ist gleich etwas, ist Ihnen das wichtig, dass Sie jetzt auch irgendwie im Kanton St. Gallen als Bundesrätin zu diesem Thema Stellung nehmen können? Ja, das ist mir sehr wichtig. Es ist ja, wie ich gesagt habe, ein Programm, das in der ganzen Schweiz läuft, die 16 Tage häusliche Gewalt. Und ich bin da stellvertretend für alle Organisationen, die irgendwo in der Schweiz etwas organisieren in diesem Thema. Und es hätte ja auch können an einem anderen Ort sein in der Schweiz, aber Buchs liegt mir natürlich nicht. Wir sind froh, dass Sie da sind. Wir sind gespannt. Merci vielmals. Danke vielmals. Wir sind stolz, dass wir etwas beitragen können zur Aufklärung und zur Prävention in diesem gesellschaftlichen Phänomen. Und wir sind stolz, dass Karin Keller-Sutter heute Abend hier ist und die Ausstellung offiziell eröffnet. Herzlich willkommen, Frau Bundesrätin. Darf ich Sie bitten? Ja, sehr verehrte Frau Nationalrätin, Herr Kantonsratspräsident, Herr Stadtpräsident, Frau Kantonsrätin Barbara Dürr, geschätzte Herr Rektor und Prorektor vom BZBS. Die Abkürzungen haben sich ein bisschen geändert, aber die Räumlichkeiten nicht wirklich. Es geht ja um eine schweizerische Kampagne, die 16 Tage gegen Gewalt in Familie, in Partnerschaft. Und in der ganzen Schweiz gibt es Veranstaltungen zu diesem Thema. Und ich bin angefragt worden, eben von Buchs, von Peter Keller. Und für mich war es klar gewesen, dass ich gern möchte, auch hier ein Zeichen setzen und auch sagen, dass auch der Bundesrat und ich als Vorsteherin vom EÖPD hinter dem stehen und das besonders jetzt halt an dem Anlass im Kanton St. Gallen, wo ich auch daheim bin. Jetzt die britische Zeitschrift The Economist hat im Oktober das Tagebuch von einer jungen Iranerin abgedruckt und nach einer Razzia in ihrer Wohnung hat sie geschrieben, ich zitiere, I know this road isn't easy or short, but I hope for change. Zitat Ende. Natürlich sollten wir die Lage der Frauen im Iran nicht mit der Situation der Frauen in der Schweiz vergleichen. Das Zitat ist mir aber aufgefallen, weil es ganz allgemein für die Bekämpfung von Gewalt an Frauen geht und es dreht sich auch bei den Iranerinnen um diese Frage. Der Kampf ist nicht einfach und er geht auch nicht so schnell, aber der Kampf lohnt sich. Als Bundesrätin darf ich natürlich mich nicht nur mit Hoffnung zufriedenstellen, sondern es geht um Arbeit. Es geht auch um Entschlossenheit, um den Willen, vorwärts zu machen mit allen Akteurinnen und Akteuren. Ich komme darauf zurück. Und die Arbeit begleitet mich, seit ich Politik mache, als ich damals gewählt worden bin als St. Galler Regierungsrätin. Ich kann mich gut an meinen ersten Arbeitstag erinnern. Das war der 1. Juli 2000. Da hatte ich eine Begegnung mit dem österreichischen Innenminister. Und ich wusste, dass Österreich so ein Gesetz hat, das eben eine Wegweisung bei Gewalt verlangt und auch durchsetzt.
Und ich habe dann sofort mit dem Innenminister über das Gesetz geredet. Und als ich dann heimgekommen bin, also am zweiten Tag, bin ich dann im Büro in St. Gallen. Das war mein erster Arbeitstag vor Ort. Habe ich sofort gesagt, meine Leute schauen das Gesetz an und machen mal Vorschläge, wie man das könnte in Schweizer Polizeirecht oder respektive das kantonale Polizeirecht umsetzen. Also das war sozusagen die erste Stunde, so ist das zustande gekommen. Sie wissen, dass 2003 dann das Gesetz gegen häusliche Gewalt im Kanton St. Gallen in Kraft getreten ist, nach dem Motto, wer schlägt, der geht. Und ich freue mich auch, dass eine wichtige Mitstreiterin von damals, immer noch eine wichtige Frau in diesem Thema, heute Abend da ist, nämlich Miriam Reber. Dass die Polizei den mutmaßlichen Täter aus der gemeinsamen Wohnung entfernen kann, das gilt heute praktisch überall in der Schweiz. Ich werde oft in Interviews gefragt, gerade auch jetzt wieder rund um die 16-Tage-Aktion, warum ich das mache und warum ich mich engagiere in diesem Thema. Zuerst möchte ich aber die Frage nach dem Warum nachgehen und die beantworten. Und da gibt es mehr als eine Antwort. Eine Antwort lautet 11.148. So viele Menschen sind letztes Jahr in der Schweiz Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Das sind 30 am Tag. Und das sind natürlich nur die registrierten Fälle. Wir wissen aus Opferbefragungen, dass es ein grosses Dunkelfeld gibt. Fälle, die gar nie zur Anzeige kommen. Die Antwort könnte aber auch sein 7.819. So viele waren Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt waren. Das heisst also 2/3. Es gibt also auch Männer, die Opfer sind. Dann bei den Tötungen. Da sind vor allem auch Frauen Opfer. Allein im letzten Jahr sind 20 Frauen von Verwandten, von ihrem aktuellen oder früheren Partner getötet worden. 3 Opfer waren Männer. Und natürlich ist jedes Opfer eins zu viel, ob männlich oder weiblich. Aber das sind offensichtlich zu viele Fälle, um einfach die Hände in den Schoss zu legen. Solche Zahlen haben ja eigentlich etwas ganz Praktisches. Man kann damit das Problem quasi vermessen. Und wenn die Zahl gross genug ist, ist die Frage nach dem Warum eigentlich schon beantwortet. Ich sage eigentlich, weil auch sehr grosse Zahlen immer noch abstrakt sind. Wir können damit zwar ein Problem verwalten, aber auch in einer sehr grossen Zahl sieht man von außen nicht an, was es bedeutet, wenn man in den eigenen vier Wänden, also dort, wo man sich eigentlich sicher und geborgen fühlen sollte, körperlich oder seelisch misshandelt wird. Die Zahlen blenden die brutale Wirklichkeit der Gewalt aus. Die Betroffenen, die Gewalt am eigenen Leib erfahren, können das nicht einfach ausblenden. Für sie ist das konkret. Für sie ist das möglicherweise Alltag. Und das ist für mich auch die eigentliche Motivation und das eigentliche Warum, wieso ich mich seit vielen Jahren gegen häusliche Gewalt einsetze. Wer mit Gewalt leben muss, und zwar im engsten Umfeld, wo man sich sicher fühlen, ich habe es gesagt, geborgen fühlen, kann nicht selbstbestimmt leben, kann nicht frei leben. Und das muss ja das Ziel sein, dass wir uns frei entfalten können und vor allem auch daheim sicher fühlen können. In Gesprächen mit Opfern erfahre ich das immer wieder, dass sie, wie sie unter Druck sind, wie sie nachher auch bei der Arbeit beispielsweise ihre Leistung nicht mehr bringen können, wie sie Abhängigkeitsverhältnisse vielleicht haben zum Täter. Als ich noch Regierungsrätin war, habe ich das damals auch von erfahrenen Polizisten immer wieder gehört. Die haben mir damals gesagt, ja, wir hätten gerne etwas, wir hätten gerne eine gesetzliche Grundlage, weil sehr oft werden wir gerufen, wir sind vor Ort, wir haben den Einsatz, wir wissen, dass es eigentlich nicht gut ist, es hat Kinder, die um sind, aber wir können nichts machen. Es wird keine Anzeige erstattet, aus den genannten Gründen, Abhängigkeit oder Druck. Und die Polizisten haben damals wieder gehen und haben genau gewusst, es geht weiter, wenn nicht am gleichen Abend, dann an einem anderen Abend. Und eben häusliche Gewalt, das bedeutet ja, dass sich Gewalt in der Familie, im Verborgenen, in der Partnerschaft abspielt, also im privaten Bereich. Ich bin damals und manchmal auch heute noch oft gefragt worden, ob denn das nicht ein Problem sei, wenn der Staat da quasi ins Privatleben eindringe,
in die eigenen vier Wände, dürfen sie einmischen. Meine Antwort war immer ganz einfach. Gewalt ist keine Privatsache. Die Verfassung garantiert allen Menschen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und ich bin überzeugt, es gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Staates, diesen Anspruch auch durchzusetzen. Wir haben die Diskussion ja beispielsweise auch in der Corona-Pandemie erlebt, natürlich ein bisschen auf einer anderen Ebene. Wir haben uns immer wieder fragen müssen, wie weit darf der Staat gehen, auch im Privatbereich, zum Menschenleben schützen, zum Gesundheit der Menschen schützen. Also es ist kein Einzelfall. Die Frage stellt sich immer wieder und die Antwort ist nicht immer ganz einfach. Aber wir haben eben auch gesehen, dass es in so einer Lage eben auch den Staat braucht, um die Bevölkerung und die Menschen zu schützen. Der Staatsrechtler und frühere FDP-Ständerat René Rinoff hat Anfang dieses Jahres ein Buch veröffentlicht mit dem Titel «Freiheit in der Demokratie». Der Rinoff ist ein Liberaler, aber für ihn ist die Schutzpflicht so etwas wie die Raison d'être vom Staat. Und er schreibt, ich zitiere, «Liberale Freiheit verwirklicht sich auch mit Hilfe des demokratischen Verfassungsstaates, der seine Legitimation im Schutz von Menschenwürde und Freiheit aller findet.» Zitat Ende. Da heisst, der liberale Staat zieht seine Berechtigung also gerade daraus, dass er Menschen schützt, auch vor Gewalt und auch vor Gewalt, die in den eigenen vier Wänden passiert. Ich erachte es auch als liberal denkende Frau als Bundesrätin als eine Pflicht, dass eben häusliche Gewalt auch in den eigenen vier Wänden kann bekämpft werden. Ich habe es vorher gesagt, meine Motivation ist die, dass Menschen frei leben können. Die Freiheit ist eigentlich das höchste Gut. Die Selbstbestimmung der Menschen ist das höchste Gut. Und die muss erhalten und geschützt sein. Im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt höre ich auch immer wieder die Frage, warum gibt es noch so viele Fälle? Warum gibt es so viele Opfer? Warum sinken die Zahlen nicht endlich? Und da kommen wir wieder auf die anonyme iranische Demonstrantin zurück. Weil es eben nicht einfach ist und weil es auch nicht schnell geht, aber wir arbeiten daran und auf diese Arbeit möchte ich kurz eingehen. Wichtig scheint mir als erster Punkt, dass man sich auch keine Illusionen macht. Wir werden auch bei allen Anstrengungen nie alle Fälle verhindern können. Wir werden nie alle Gewalt eliminieren können. Aber das heisst nicht, dass man wegen dem nichts macht, dass man wegen dem resignieren würde. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass häusliche Gewalt noch gar nicht so lange systematisch bekämpft wird. Der Grundsatz, den ich vorher erwähnt habe, wer schlägt, der geht, gilt, wie gesagt, etwa seit 15 Jahren. Und nicht seit viel länger werden Vergewaltigung und körperliche Gewalt in der Ehe überhaupt von Amtes wegen verfolgt. Der Bundesrat hat das damals unterstützt. Er hat das in seiner Stellungnahme als Entprivatisierung von der häuslichen Gewalt bezeichnet. Im Umkehrschluss heisst das, was hinter verschlossenen Türen passiert, ist vorher eben noch Privatsache gewesen. Und das ist knapp 20 Jahre her. Und damit komme ich zum dritten Punkt. In den letzten 20 Jahren ist sehr viel passiert. Das Parlament hat zum Beispiel die Bekämpfung der häuslichen Gewalt noch weiter gestärkt. Heute entscheiden die Strafverfolgungsbehörden und nicht die Opfer, ob ein Verfahren eingestellt wird. Das war eine Motion, die ich übrigens noch eingereicht habe als Ständerätin und nicht gewusst habe, dass ich dann in einer anderen Rolle die umsetzen darf. Aber so geht es einem manchmal. In diesem Fall war es erfreulich. Und das Parlament hat auch 2018 wichtige Verbesserungen beschlossen. Seither können zum Beispiel Kontakt- und Rayonverbot mit elektronischen Fußfesseln überwacht werden. Ein Jahr vorher, 2017, hat die Schweiz auch die Istanbul-Konvention unterzeichnet. Dazu gibt es heute einen nationalen Aktionsplan, der unter der Federführung vom Eidgenössischen Büro für Gleichstellung umgesetzt wird. Mein Departement begleitet im Parlament gerade die Revision vom Sexualstrafrecht. Sie wissen, dort dreht sich die Diskussion ja im Moment vor allem um die Schlagworte «Ja ist Ja» oder «Nur Nein ist Nein». Der entsprechende Schritt aber, dass nötig und keine Voraussetzung mehr ist für eine Vergewaltigung, das ist eigentlich ein Meilenstein. Diese Änderung ist ein Meilenstein. Welches Modell sich auch immer durchsetzen mag, der Schutz vor sexueller Gewalt wird mit dieser Revision ohnehin verbessert. Ich bin aber auch überzeugt, mit dem Strafrecht allein lässt sich das Problem
von der häuslichen und der sexuellen Gewalt nicht lösen. Im Gegenteil, man könnte auch Erwartungshaltungen schüren mit dieser Gesetzesrevision, die man nicht einhalten kann, weil sie wissen, die Vergewaltigung ist in den meisten Fällen ein Vier-Augen-Delikt und die Beweisführung wird bleiben, gleich wie das Gesetz geändert wird. Was es aber braucht, nebst der Gesetzesänderung, ist der politische Wille von allen Akteuren, die vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und auch konsequent anzuwenden. In der Schweiz ist das wegen dem Föderalismus natürlich nicht ganz einfach. Man muss ja wissen, die Strafverfolgung ist Sache der Kantone, die Opferbetreuung, der Gewaltschutz, auch das Gesundheitswesen, all das sind Aufgaben, die den Kantonen obliegen. Und wir wissen, dass nicht alle Kantone die gleichen Standards haben. Das föderale System bietet aber auch Chancen. Nehmen wir den Kanton Zürich. Der Kanton Zürich hat sehr ein gutes Bedrohungsmanagement eingerichtet gegen häusliche Gewalt. Von diesen Erfahrungen können andere Kantone profitieren. Der Kanton Waadt am Universitätsspital in Lausanne hat sehr gute Möglichkeiten für Opfer von sexueller Gewalt, sich untersuchen zu lassen. Asservat, Beweis sichern zu lassen, ohne dass man sofort Anzeige machen muss. Das ist auch ein leuchtendes Beispiel. Manchmal gibt es Lösungen auch schon. Und dass man eben Best Practices könnt anwenden und überhaupt erkennen und könnt voneinander lernen, habe ich im Frühling 2021 einen strategischen Dialog zur häuslichen Gewalt lanciert. Wir haben damals zum ersten Mal alle wichtigen Akteurinnen und Akteure an einem Tisch gehabt, der Bund, Kantone, auch private Organisationen, wie auch die Frauenhäuser. Und das Resultat ist eine Roadmap mit 10 konkreten Handlungsfeldern. Da geht es unter anderem um das erwähnte Bedrohungsmanagement, um die Arbeit mit Tätern. Es geht aber auch um technische Massnahmen, wie zum Beispiel Notfallknöpfe. Und mehrere Kantone haben uns zugesagt, dass sie bereit sind, demnächst Pilotprojekte mit solchen Notfallknöpfen durchzuführen. Der strategische Dialog ist aber auch ein wichtiges politisches Zeichen. Der Bund und die Kantone machen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich das, was möglich ist, um häusliche Gewalt zu bekämpfen. Etwas Ähnliches machen wir jetzt auch bei der sexuellen Gewalt. Gerade Anfang Woche, am Montag, Nachmittag, habe ich zu dem Thema einen strategischen Dialog lanciert. Das ist das gleiche Vorgehen. Der Bund, Kantone und alle Organisationen, die in einem relevanten Bereich tätig sind, sollen ihre Kräfte bündeln. Alle sollen voneinander lernen. Sie sollen Best Practices erkennen, austauschen und zum Beispiel auch die Ausbildung verbessern. Ich habe es gesagt, nur mit dem Gesetz allein können wir Probleme nicht lösen. Aber auch Behörden können das nicht allein. Sie tragen sicher eine grosse Verantwortung, aber es braucht eben immer den Beitrag der ganzen Gesellschaft. Meine Damen vom Soroptimist International Club Bad Ragaz, geschätzte Damen und Herren vom Berufs- und Weiterbildungszentrum BUX, Sie leisten sehr einen wichtigen Beitrag und Sie tragen dazu bei, eben die gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Zum Beispiel eben mit dem Anlass am heutigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, indem Sie die Ausstellung und Aktivitäten organisieren, um junge Menschen in die Diskussion einzubeziehen. Das ist sicher ganz ein wichtiger Beitrag. Wir werden leider nie eine völlig gewaltfreie Gesellschaft erleben, aber wir können alles daran setzen, dass jedes Kind, jede Frau, jeder Mann vor Gewalt so gut wie möglich kann geschützt werden. Für Ihren sehr wichtigen Beitrag, für Ihr Engagement, ich weiss, es hat sehr viele Leute da heute Abend, die sich in diesen Fragen seit Jahren engagieren, danke ich Ihnen nochmal herzlich. Ich würde Sie auch ermutigen, da weiterzumachen. Ich werde Sie auf jeden Fall gerne unterstützen. Herzlichen Dank. Wäre noch von uns ein kleiner Gruß aus dem Werdenberg. Danke, wir können hier zwischenlagern. Genau. Weil jetzt lade ich Sie ganz herzlich einladen zum Besuch von der Ausstellung. Wir würden jetzt hier in die Richtung spazieren, 200 Meter ins Forum runter. Und wenn wir dort durch sind, dann lade ich Sie herzlich ein, mit uns hier am Apéro noch ein bisschen zu plaudern. Bis wir zurück sind, ist dann nämlich dann aufgestellt. Danke vielmals fürs Kommen. Danke vielmals fürs Bleiben. Schönen Abend miteinander.